Guten Tag. Gestern ging es ein bisschen schneller, nicht? Mit dem Facebook-Posten und mit Instagram. Also meine Videos sind ein bisschen schneller zu den Menschen angekommen. Und ich habe wieder sehr viele Follower bekommen, neue Follower und sehr viele Bewunderer. Ich danke, danke, danke allen Leuten, weil, wie ich gesagt habe, ein Mann hat damals zu mir gesagt, selbst wenn du nur eine Person etwas Gutes tust, dann musst du das so lassen. Sei nicht gierig, du musst nicht Millionen haben, du musst keine tausende Follower haben. So wie du das machst, ist alles schon richtig. Deswegen bin ich sehr froh. Vielen Dank für jeden Follower und für jeden, der sich das alles bei mir anschaut. Was habe ich heute gesagt in meinem Preview? Ich habe heute gesagt, dass die Bedürfnisse und Gaben eine Waage sind auf Frieden, Ausgeglichenheit und Gegenseitigkeit ausgerichtet. Viele Leute verwechseln etwas und sagen, Waage ist ausgeglichen. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo das steht. Das steht irgendwie in diesen Zeitungen, die Leute da lesen beim Arzt und beim Zahnarzt. Das stimmt nicht. Waage ist überhaupt nicht ausgeglichen. Überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Waage ist sehr unruhig. Waage hat Schuldgefühle, Komplexe. Darüber habe ich schon gesprochen. Waage ist überhaupt nicht ausgeglichen. Und wenn wir Waage fragen, was machen wir heute, dann habe ich schon gesagt, die Antwort ist, mir ist egal, mach was du willst. Also, Waage ist überhaupt nicht ausgeglichen. Und wenn Waage irgendwas kauft, hat Waage immer Probleme, weil Waage kann sich auch nicht entscheiden. Also, wenn Waage will diesen Anhänger hier kaufen, dann denkt Waage, oh, muss ich mir erstmal überlegen und geht einmal ums Haus, dann ruft alle Freunde an, habe ich schon gesagt, weil Waage will Bestätigung haben und Waage will Gesellschaft haben. Deswegen ruft Waage alle Leute an und sagt, du, es gibt in Grün und es gibt auch in Rot, was soll ich nehmen? Die Entscheidung liegt schon bei der Waage am Ende. Waage weiß schon, was sie kauft. Aber Waage will diese Gesellschaft haben, Menschen um sich haben, eine kleine Party immer haben. Und Waage will die Leute befragen und so ein bisschen testen. Deswegen, das stimmt nicht, dass Waage ausgeglichen ist. Überhaupt nicht. Aber wie ich gesagt habe, die Bedürfnisse sind auf Frieden. Weil Waage hasst Kriege und Krach zwischen den Partnern und Freunden, Ausgeglichenheit und Gegenseitigkeit ausgerichtet. Das bedeutet nicht, dass Waage jetzt ausgeglichen ist. Und wer stürmliche Szenen mit Türen schlagen und zerbrochenem Porzellan und Tränen und zerrissenen Kleidern schätzt, der ist auf jeden Fall bei der Waage auf dem Holzweg. Nochmal, ich wollte sagen, dass Waage liebt auch Diskussionen und Gespräche über Liebe. Was ist überhaupt Liebe? Was ist die Ehe? Aber ich wollte eins hier sagen, dass Vernunft und Liebe gehören nicht immer zusammen. Und das ist für die Waage die schwierigste und schmerzhafte Lektion auf dem Gebiet menschlicher Beziehungen. Das muss man wissen. Deswegen die Leute, die sich da mit Waage streiten, natürlich kannst du die Waage so weit bringen, dass sie ausbricht. Klar, die hat Emotionen und Gefühle, das ist ja klar. Aber lieber immer Ruhe, Frieden und schöne Zeit mit der Waage haben, denn das ist für die Waage das Wichtigste. Und wenn du die Waage verärgert hast, dann hast du die Waage verloren. Oder wie ich gesagt habe, wenn du zur Waage sagst, ich liebe dich und du bist die Schönste und der Schönste, hast du die auch verloren. Aber ich werde über die Waage noch auf jeden Fall reden. Für heute ist die Zeit um.